Willkommen bei Borstens Beet. Es ist Mitte Juni, Samstagmorgen, kurz vor 8. Bin gerade aus dem Bett gefallen. Hier seht ihr die erste Borstens Beet Gurke, Salatgurke, die im großen Beet wächst. Wir machen wie sehr oft einen kleinen Rundgang durchs Beet und gucken mal und räumen das Ganze von hinten auf. Wir sind hier auf der Rückseite des großen Beetes. Eben in der Mitte sieht man ein paar Kopfsalate. Dann sieht man hier ganz viele Salatpflanzen, die da wachsen. Da gibt es noch ein paar größere im Gewächshaus, da gehen wir gleich hin. Hier vorne haben wir Zucchinis, die sind richtig schön bunt, wie wir hier unten sehen. Sind da mehrere gelbe Zucchinis am Wachsen, die in den nächsten Wochen dann geerntet werden können. Hier ist die grüne Pflanze, auch wenn wir da ein bisschen näher gehen, sind wir da auch mehrere grüne Zucchinis. Also wächst alles wunderbar. Da hinten die Tomaten, die müssen wir mal richtig anbinden, damit die mal nach oben wachsen. Und der Rest des Beetes sind zum Großteil hier hinten noch ein paar Kartoffeln und noch mehr Salate. Und hier der Kürbis, der sich ziemlich breit macht und bis über die Grenzen hinaus auf den Rasen wächst. Genauso wie der ist noch viel schlimmer, also der ist schon einen ganzen Meter über den Rasen gewachsen. Da bin ich der Meinung, wir müssen noch sehr lange warten, bis aus diesen kleinen, runden Kürbissen hier vorne, da, mini, ein richtig großer Kürbis wird. Mal gucken. Genau, okay. Wandern wir mal weiter. Wenn wir mal den Blick hier über den Rest des Gartens werfen, der Rasen muss noch gemäht werden und da hinten laufen wir jetzt zum Gewächshaus. Beim Blick ins Gewächshaus ist sofort hinten links der Wust an Gurkenpflanzen zu sehen, Salatgurkenpflanzen, die auch riesig geworden sind. Das sind drei Stück eigentlich. Und wenn wir da auch mal die Blätter hochheben, dann sehen wir hier unten, hier ganz toll, da, wow, drei Salatgurken, die da hängen. Die sind so, ja, 25, fast 30 cm groß. Und ganz da hinten, man sieht es schlecht, da sind auch noch ein paar. Also auch hier die Gurke wächst wunderbar. Den Mangold hier unten, den haben wir schon mal gekürzt und die Blätter habe ich einer Kollegin mitgebracht. Die Tomate, die fängt auch an groß zu werden, da ist die Überlegung, ob wir die auch raussetzen. Negativpunkt sind hier hinten die verwelkten dicke Bohnen, die waren mit Blattläusen voll. Da habe ich mal ein bisschen experimentiert mit so ein bisschen Wasserdampf. Leider hat es dann die Pflanzen dahin gerafft, schade. Hier vorne haben wir noch weitere Gurken, soweit ich weiß, oder war das Paprika? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Und hier, da bin ich auch ganz stolz drauf, das ist die Physalis. In einer der letzten Folgen habe ich ja gezeigt, dass ich die bestellt hatte und die war ja abgebrochen. Aber man sieht, die wächst auch ganz großartig, das ist der vordere Teil. Und der hintere Teil ist, weiß ich nicht mehr, ich glaube auch nochmal eine Gurke. Also Gurke haben wir dieses Jahr massenhaft, unglaublich. Die Aufgabe für heute ist eigentlich nur ein bisschen klar Schiff machen, also Unkraut zupfen. Und den Rasen mähen und mal gucken, was mir dann noch einfällt. Zum Abschluss hier im Gewächshaus. Hier sind die nächsten Generationen zu sehen. Also wir haben noch mehr Kopfsalate. Wenn die dann irgendwann mal drüben abgeerntet sind, dann kommt hier die nächste Generation rein. Und ein paar Kräuter, hier Petersilie. Der Thymian kommt gar nicht. Und da unten haben wir noch ein paar Radieschen. Das war's im Gewächshaus. Willkommen bei Borstens Beet. Es ist Ende Juni. Wir sind gerade heute aus dem Urlaub zurückgekommen. Waren ein paar Tage an der Nordsee und in Hamburg und dann kommen wir heim und sehen das hier. Der Kürbis, der sich knapp 3 Meter breit über den Rasen gestreckt hat. Und wenn wir näher gehen, dann sehen wir, dass die Zucchinis hier auch explodiert sind. Also wenn wir da mal reingucken, da zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sehe ich sogar. Ganz großartig. Hier hinten gucken wir mal, was bei den Gurken passiert ist. Da muss ich erstmal drüber steigen. So, noch sehe ich keine. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ach, da unten, da ist auch eine große Gurke, genau, Salatgurke. Die werden wir abmachen, da ist bestimmt auch noch wo was anderes. Die Tomaten sind noch grün, aber das hat noch Zeit. Die grünen Zucchini sind die nächsten, die wir uns jetzt mal angucken hier. Oh, da sind ein paar Faule dabei, die muss ich gleich mal abmachen. Genau, die Kürbisse hier, die wachsen da. Da sieht man auch ein paar Früchte. Hier ist eine. Da ist ein kleiner. Sehr schön, also alles wunderbar. Ach, da unten sind auch noch welche. Großartig, ganz, ganz toll. Die Kartoffeln sind ganz riesig geworden, sowohl hier als auch, wenn wir mal zurücklaufen zum Hochbeet. Oh, da sehe ich schon hier die dicken Bohnen, die ja eigentlich so ein bisschen befallen sind mit hier Blattläusen. Aber da hängen ganz viele Bohnen dran. Mein lieber Scholli, ganz großartig.
Ja, und hier ist eigentlich nur noch Kartoffeln zu sehen. Da sind eigentlich noch ein paar Salate dazwischen. Da muss ich mal gucken, was ich mit denen mal mache, ob ich die rausnehme, weil die eh nicht mehr wachsen. Oder vielleicht sind die sogar fertig. Als nächstes geht's ins Gewächshaus. Auch hier muss man das Gewächshaus nicht mal betreten, um zu sehen, dass hier einiges in den letzten 10 Tagen passiert ist. Die Tomaten, Quatsch, die Gurken hier hinten, die haben sich stark ausgebreitet, auch hier in das Regal rein. Da sind ja noch ein paar Jungpflanzen drin und ein paar Kräuter. Jetzt müssen wir mal durch die Blätter durchgucken, das müssten Gurken sein. Da sehe ich schon, da hängt schon eine Riesengurke hier runter, das ist ja schon mal ganz toll. Hier sieht man eine Gurke, die von da oben runterhängt. Ganz hinten sehe ich eine, sieht man vielleicht schlecht im Video, da ist eine, da hinten, da ist sie. Genau, sehr schön. Die Tomate hier, naja, mal gucken, ob da noch irgendwas kommt dieses Jahr. Der Mangold ist wieder stark nachgewachsen, den hatte ich eigentlich schon vor dem Urlaub mal zurechtgeschnitten. Da hinten bei der Paprika, da ist nur eine Frucht zu sehen, genau. Die Physalis ist hier vorne, da habe ich noch keine Frucht entdeckt, keine Ahnung, da ist eine Blüte, vielleicht kommt da irgendwas. Und hier hinten, da bei dem Tomatenstrauch, da sehe ich jetzt auch nichts. Aber das macht ja nichts, wir haben genug Zeug. Das war mal ein Überblick, was bei Borstens Beet los ist. Das hier ist also die Ausbeute. Wir haben 5 Salatgurken. Die rechten 3 sind von einer anderen Sorte als die beiden linken, die größeren da. Eine ist die Sorte Tanja und das andere, ich glaube, Helena. Und dann haben wir 3 orangen-gelben Zucchinis und leider zur Vollständigkeit musste ich 4 von den grünen abmachen. Man sieht schon, die sind vorne am Faulen und dann nehmen wir die besser raus, dass die anderen Früchte da ein bisschen mehr Nährstoffe abkriegen. So, geschafft wird heute nichts bei Borstens Beet, sondern wir müssen noch den Rasen mähen und die Folge 100 vorbereiten. Da haben wir nämlich was ganz Besonderes vor. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Bis demnächst dann!